Wissenschaftlicher Name keiner. Künstliches Konstrukt. Größe über 16 Meter. Keine Nahrungsaufnahme. Der Koloss von Rhodos war eines der sieben Weltwunder der Antike. Er stand über 32 Meter hoch auf einem 3 Meter hohen weißen Marmorsockel. Der Koloss war größtenteils hohl. Er war aus Bronze gegossen, das Innengestell bestand aus Eisen. Obwohl er bereits etwa 50 Jahre nach seiner Fertigstellung durch ein Erdbeben zerstört wurde, kamen noch immer Menschen nach Rhodos, um seine Ruinen zu sehen, genau wie heutzutage Menschen die Ruinen griechischer Monumente, Gebäude und Tempel besichtigen. Jo, der Koloss von Rhodos. So, noch mehr. Oh, keine Schweinchen mehr. Also schicken wir die Jungs auf die Mädels auf die Felder. Hochwasserschutz. Hm. Wäre eine Idee so, aber stärkere Gebäude wären auch so eine Idee. Aber ich werde erstmal das Dorfzentrum verbessern. Genau jetzt nämlich. Stärkeres Dorfzentrum ist nämlich keine so schlechte Idee. Schwere Toxote. Okay, Fluch. Ich habe jetzt Schweineeinheiten. Toll. Das war Hira. Nein, ich wollte welche ausbilden. Obwohl. Erst verbessern, dann ausbilden. Am besten gleich 10 Stück. Nicht meine Türme hier belagern. Bodenlose Frechheit, ey. Reißt mir den Stall ein. Ich habe noch kein einziges Haus. Fällt mir gerade so auf. So, und jetzt mache ich noch aus meinem Silberkoloss einen Bronzekoloss. Verbessere meine Minotauren. Achso, die Trojaner sind Poseidon und deswegen kriegen sie Milizsoldaten. Wie nervig. Gut, Elite-Toxot, Elite-Bogenschützen und... Oh, das kostet hier Holz. Gut zu wissen. Und ganz ehrlich, ihr errichtet mir jetzt hier ein neues Holzfällerlager. Und das alte reißen wir einfach ab. Zum Glück können sie den Fluch nur einmal einsetzen. So, jetzt fällt ihr mir weiter Holz, genau. Bronzewaffen und Bronzeschilde werden so das nächste Upgrade eigentlich. Bogenschützen, Geschütze gegen Gebäude und Schiffe ab. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Das brauchen wir nicht, weil diese Elite-Einheiten, die bilde ich eigentlich selten aus. Die sind eigentlich nur stark gegen andere Völker und die haben wir leider nicht zurzeit. Wir hätten aber noch bessere Helden, die wir ausbilden können. Und jetzt wären mal stärkere Gebäude an der Reihe. So, ihr braucht da oben eine neue Goldmine. Und du reparierst bitte den Turm. Hier. Oh, hier hätte ich auch noch Schweinchen. So, Eisenwaffen, das ist alles so günstig geworden mittlerweile. So, ich krieg meine Truppen langsam zusammen. Für dieses Level. Na komm, ich brauche noch das Gold für das Holz für das Upgrade hier. So, dann kommen meine Toxot hier auch schneller raus. Ah, zwei Hydren wären nicht schlecht. Und vielleicht dann auch später noch zwei Minotauren. Obwohl, zwei Kolosse sind besser. Ich brauche eigentlich gar keine Hydren und so weiter. Die kosten ja... Ja, okay, ich habe ziemlich viel jetzt für die
Upgrades rausgeschmissen an Gunst. An göttlicher, deswegen. Gehst du mal beten, dass wir schneller an Gunst kommen. Architektur. Nein, ich brauche das Holz für Toxote. Komm, bau mir mal wenigstens 5 Häuser. Oder nee, machen wir 6 Häuser hier hinten hin. Und ja, meine Goldkolosse. Die sind halt wirklich am stärksten. Das Ding braucht Holz. Das braucht erstmal nur Gold zur Verbesserung. Und das da ist nicht so toll. Wenn wir diese blöden Dinger, die Türme zersäbeln. Aber langsam kriegen wir die Truppen zusammen, die wir brauchen. So, noch mehr von denen. Jetzt könnte ich theoretisch Hydren, aber ich mache noch einen Goldkoloss. Da brauche ich eigentlich gar keine Belagerung. Da brauche ich eigentlich gar keine Belagerungswaffen. Die Kolosse schaffen das auch so. Ich grade am besten mal den Turm ab. Und auch hiermit. Ich könnte eigentlich auch die Lebenspunkte des Turms verbessern, aber nö. Obwohl. Nee, dafür brauche ich erstmal Holz. Erstmal hier Verbesserungen. Damit meine Elite-Einheiten noch mehr Elite werden. So, 3 Goldkolosse, genügend Truppen. Und das Holz kommt jetzt mittlerweile auch rein. Und wie man sieht, wir sind ziemlich weit gesunken jetzt mit unseren Ressourcen, weil wir einfach so viel wie möglich raushauen. Aber das ist auch richtig so. So, wir haben jetzt noch genug Freiraum für noch mehr Einheiten. Also noch mehr Toxoten. Und noch 5 mehr Hobliten. Und dann vielleicht noch einen Goldkoloss. Mythische Einheiten sind halt wirklich teuer. Wir brauchen dringend mehr Toxoten. Wir haben noch schon genug, mehr als genug Hobliten. Aber eben nicht genug Toxoti. Toxoten. Alles andere brauchen wir nicht, weil Belagerungseinheit ist das hier. Bäume oder Goldminen verschlingen und so, sich so regenerieren. Ja, wenn das gerade machen müsste. Militär, Wirtschaft und einfach alles. So. Gut. Oh. Ich brauche meine Kolosse und ich brauche sie schnell. Und am besten auch meine Hopliten. So, ihr beide, ihr bleibt einfach mal hier. Weil der Feind will hier oben was bauen, was ich gar nicht so gut finde. Oh, kleine Armee. Ziehe ich am besten nur alle meine Truppen hinterher. Das Gute ist ja, die sind mir relativ unterlegen. Also nicht nur in Mannkraft, auch in der Technologie. So, ein schweres Hippikon. Ich könnte hier theoretisch noch eine Festung bauen, da bin ich hier noch extra abgesichert. So, nochmal
Schub Toxote und noch einen Koloss. Prostagma. Poro. Ja, und dann können wir uns schon mal hierhin begeben und die Felder zerlegen. So. So, da ist mein letzter Koloss. Und da kommen meine letzten paar Toxote raus. Da wird meine Festung gebaut. Wir können diese Felder nutzen. Baut hier einen Kornspeicher, holt Dorfbewohner und lasst sie ernten. Wie übrigens alle mit Speeren ausgestattet sind. Also von den Helden ziemlich viele. So. Dann lasse ich mal meine Kolosse hier die Mauern einreißen, die Pseudomauern, und warte mit meinen Truppen mal dahinter. Ah, sie haben hier noch einen Turm. Ja, da sieht man's. Die Jungs sind langsam, aber sie zerlegen einfach alles. So, und dann kann ich jetzt Truppen reinschicken. So, euch da vorne will ich eigentlich nicht. So, stellen wir sie mal wieder alle auf aggressiv. Na, kommt, ihr nervt ganz gewaltig. Habe ich noch irgendwas, was ich verbessern könnte? Nö. Sieht eigentlich alles ganz okay aus, soweit. So, das heißt, das Dorfzentrum ist unser Ziel. Also zerlegen wir das Dorfzentrum. Wenn hier schon drei Kolosse angelatscht kommen, da können die nicht gerade viel gegen machen jetzt mehr. So, Kolosse, Angriff auf das Dorfzentrum. Während alle anderen alles andere drumherum zerlegen. Hast du eigentlich... Naja, du schießt doch mit Feuerpfeil. Das heißt, alle Weiterentwicklungen kommen auch dir zugute. Okay, das Dorfzentrum ist zerlegt. Nächstes Ziel ist die Festung. Dann haben wir schon so gut wie gewonnen. Bei allen anderen Gebäude lassen sich recht schnell zerlegen und der Widerstand zerbricht. Ah, die Kaserne da vorne. Ah, die kloppen, die vier kloppen auf die Festung ein und machen sie nur noch mal nichts kaputt. So. Das heißt, noch die beiden Militärgebäude und wir müssten gewonnen haben, theoretisch. So, wir haben gewonnen. Wir sind hier wieder Herr der Lage, Ajax. Lasst uns die Männer sammeln und Troja erneut angreifen. Akanthos, Ajax, Agamemnon wurde angegriffen. Die Trojaner müssen Agamemnon geschlagen haben, während wir hier gekämpft haben. Zieht die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptlager und sehen, wie groß der Schaden ist.
Jo. Wechseln wir mal wieder ins Kampagnenmenü. Bevor wir uns der nächsten Mission widmen, also erst in der nächsten Aufnahmesession. Gerade eben noch, also ich gehe mal am Schluss noch mal kurz die Kampagnenmission durch, die wir gemacht haben und die auf uns. Nee, nur die wir gemacht haben. Griechenland, hoffentlich ein schöner Plan. Die Griechen und ihre Verbündeten aus Atlantis treffen ihre Vorbereitung für den Sturm auf Trojas Haupttor. Gerade eben noch. Die Trojaner starten eine Gegenoffensive und umzingeln Ajax und seine Männer. Akanthos muss sie befreien und das Schlachtfeld wieder unter seine Kontrolle bringen. Und als nächstes kommt dann hoffentlich klappt's. Das werden wir dann aber erst in der nächsten Aufnahmesession sehen. Also, bis dann.